Another Way, der wird so ansatzweise rockig, die Gitarre. Ja, so ein bisschen. Schon tanzbar, feierbar. Ja, ist auch eine super Nummer. Another Way ist, hat mir auch so extrem viel Spaß gemacht, den aufzunehmen. Bei A Million Miles Away habe ich mir halt irgendwie aufgeschrieben, Gesang ist ja schön. Gesang ist da auch irgendwie wieder Herausforderung. Der Song eigentlich nicht wirklich, aber ich war bei dem Song, glaube ich, krank, deswegen war es an dem Tag vielleicht eine Herausforderung. Aber sonst geht er eigentlich. Es ist nicht so, dass ich bei dem Song jetzt sterbe, wenn ich den singe und an die Grenze gehe. Und zum Schluss wieder eine schöne Ballade, Honestly von. Ja, Honestly war die zweite Single. Eine extrem tolle Nummer. Sonst wäre es ja nicht die zweite Single geworden. Und die singe ich immer noch total gerne. Gelegentlich machen wir sogar, spielen wir die sogar als Reggae-Version. Weil irgendwie dachten wir uns nach einer Zeit lang, die ist jetzt, war letztes Jahr im November draußen und haben uns irgendwann live gedacht, so vielleicht sind Fans mal überrascht und spielen sie als Reggae-Version. Und als Reggae-Version klingt die auch richtig cool. Rechnet eben kein Mensch damit, weil es eben so eine typische Ballade ist, so was Sanftes. Und dann kommt die Band und spielt die Reggae-Sounds und ich singe da ein bisschen anders dazu. Also die Nummer kann man echt in verschiedenen Versionen singen. Das eben auch, zeigt eben, dass das eine super Komposition ist. Ist schon klar, welches danach fiel die nächste Single werden? Nein, es ist echt schwer, weil es sind so viele Songs drauf, die echt eine Single sein könnten. Was aber ein gutes Zeichen ist für mich. Also bin ich auch echt froh drüber. Aber da müssen wir uns, glaube ich, echt nochmal zusammensetzen und müssen darüber reden. Ich finde es ja bemerkenswert, dass du numerisch weniger Fans hast als Mehrsat, aber dass deine Fans bei Facebook rasend abgehen. Du bist ja auch ein totaler Facebooker, wie man mitbekommt. Ja, was ist für dich denn so der Reiz an Facebook? Es ist nicht unbedingt der Reiz an Facebook, es ist einfach, dass ich mit meinen Fans gerne in Kontakt bin und das eben eine leichte Variante ist über so ein Social Network. Und dass es eben da leichter ist, als wenn ich alle Fanpost beantworte, dann zurückschicke und keine Ahnung. Und so kann ich meine Fans eben schnell darüber informieren, was ich gerade mache, wo ich bin, wie es läuft, was es Neues gibt oder wenn ich irgendwie auch keine Feedback von denen brauche. Ich schreibe öfters mal viele, viele eigene Songtexte, die stelle die da rein und frage nach Feedback, was sie davon halten, wie sie es finden. Und das finde ich einfach mega cool alles. Also es macht immer auch Spaß, so von denen auch direkt Feedback zu bekommen. Und da kann man natürlich auch bei bestimmten Sachen an sich arbeiten, weil ich glaube, meine Fans sind die Menschen, ohne die ich nicht sein kann als Künstler und die mich einfach von Anfang an schon unterstützt haben. Und deswegen lege ich ganz viel Wert auf die Meinung von den ganzen Leutchen. Was kam dir in den Sinn, als du gehört hast, dass Mehrsat seine Tour absagen muss? Mir hat es extrem leid getan. Also ich weiß eben, ich kenne das Gefühl, wie es auf Tour ist und wie unglaublich das ist. Und ich glaube, es war für mich mitunter bis jetzt eines der geilsten Sachen, die ich gemacht habe. Eine Tour mit Nightliner und dann durch die ganzen Städte und hier jeden Abend ein Konzert geben. Das ist schon eine Sache, die ich echt nicht missen will. Und deswegen tut es mir für ihn extrem leid, weil es wäre sicher für ihn eine extrem geile Erfahrung gewesen. Natürlich ist es noch so, dass es einen einfach auch nochmal nach vorne bringt ein bisschen, auch persönlich und musikalisch. Wie sieht es bei dir jetzt live aus? Herbst, Winter, steht schon was? Eine Tour ist geplant, eine Clubtour. Also wir hatten jetzt letztes Jahr eine Hallentour und deswegen dachten wir uns, machen wir dieses Jahr mal eine Clubtour, eine kleinere, so ein bisschen akustisch angehaucht. Und die ist für November geplant. Okay, dann sind wir mit dem Interview durch. Danke erstmal.